zombie apocalypse. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf diesem Kanal und zurück zu einer neuen Serie, die wahrscheinlich 3 bis 4 mal auf diesem Channel in der Woche kommt. Ja, und es ist die Binding of Isaac Rebirth. Schämt euch, wenn ihr euch das Spiel nicht kennt. Irgendwie. Ja. Also ich habe gerade schon aufgenommen. Da war es irgendwie schon unterwegs. Ja, jedenfalls, ich nehme jetzt auf. Daisy kommt natürlich auch. Das ist ja ein Daisy-Channel eigentlich. Höchstwahrscheinlich, hoffe ich. Ich nehme mal meine Maus vom Screen weg. So. So. Jedenfalls, das hier wird jetzt ein paar Mal in der Woche kommen. Auch als kleine Abwechslung von Daisy. Dieses Spiel ist ja eigentlich auch ein richtig tolles, cooles, kleines Spiel, was man richtig schön weit durchspielen kann. Ja. Jedenfalls, heute Abend kommt noch Daisy. Ja. Ganz normal. Und wir haben hier gleich mal den Dead Friend. Ja. Und den Infested Friend. Das Rock Baby. So. Da haben wir sogar noch eine Fliege als einen kleinen Anhänger da bekommen. Ja. Also ich nehme das jetzt auf. Und ja, das wird jetzt wahrscheinlich sehr oft kommen. Das ist ein richtig gutes Spiel, ne? Richtig cool spielen. Wir sind gerade in so einem richtig, richtig beschissenen Raum. Aber wir meistern den Raum mit. Okay, ich treffe ihn nicht. So. Dann wir mal weiter. Wir im Goldraum. Wir sind aber machen so gruselige Geräusche. Und da haben wir sogar einen Schlüssel. Ja, wir waren schon im Goldraum, da haben wir den Baby, der ist fast flink gekommen. Ne? Ja, das ist meine Bombe und jetzt geht's zum Boss-Room. Oh, das Monstro! Hallo Monstro! Guten Tag, wie geht's dir heute? Ja, schön, dass du... Oh Gott. Ich wünsche dich für den Monstrous Run. Wer möchte nicht Monstrous Run? Du bist mein rotten Friend. Sei so rotten und schieß ein paar Motten, auch wenn's Fliegen sind. Ja. Yeah. Das war ein Rap. So, wir machen ihn gerade fertig. Das sieht man total. Wir sehen, oh, wir bekommen ja komplette Damage-Ups hier gleich. Das ist immer sehr wichtig, ein Damage-Up. Ja. Jedenfalls, wer spielen kennt, wiederum. Ja, ich hätte das Intro von diesem Spiel zeigen sollen. Also, man ist dieser kleine Isaac und man rennt halt weg. Also, die Mutter ist jetzt irgendwie von Gott besessen. Nein, nicht vom Teufel, sondern von Gott besessen. Das ist nicht so. Ja? Und will jetzt deswegen für Gott jetzt hier Isaac opfern. Und der hat sich dann durch eine Falltür hier ist dann da runtergefallen, als er gekommen ist. Und jetzt ist er hier, ja? Im Keller sozusagen. Ja. Das Basement hier. So, hier. Jedenfalls ist jetzt hier. Muss halt diese ganzen disturbing Monster, wie viele auch aussehen wie er, so ein bisschen Monster, sieht aus wie eine, so ein Kopf von ihm. Ja? Schaut es euch an. Ne? Ne, Isaac, Monster. Das ist ein riesiger Bounce-Kopf von Isaac. Dann haben wir gleich Thorn-Foto. Tiers und Shotspeed. Oh, also traurig. Mir egal. Wir gehen direkt mal weiter. Und du, junger Mann, kommst nicht mehr auf Skype online. Ja, leider. Auf Raps irgendwie nicht mit diesem Spiel so gut kompatibel ist, muss ich jetzt mit einem anderen Programm aufnehmen und hab Screen Recording dann. Warte, ich muss das ausprobieren. Nein, funktioniert nicht. Okay. Jedenfalls, oh. Ein schönes Item. Es ist Ramming Speed. So schnell. Oh mein Gott, ist das ein blauer Stein? Ja, das ist ein blauer Stein. Alles schnell in Deckung. Mop. Super, eine Chest, für die wir keinen Schlüssel haben. Das war jetzt Bombenverschwendung. Ja, blaue Steine, das sind leicht bläulich gefärbte Steine. Haben auch immer dieses schöne Kreuzchen drauf, ne? Dann kann man die erkennen. Wenn die in die Luft springt, bekommt man da
meistens Seelenherzen, also blaue Herzen, und zwar die roten Herzen, wenn man jetzt eins bekommt, dann kannst du nicht richtig aufsammeln, nur wenn du Herzen verloren hast. Weil die blauen Herzen kannst du immer aufsammeln, also, ja. Easy, ne? Kann man super verstehen. So, die sind auch ganz einfach. Komm. Also die World Room waren, müssen wir jetzt einfach nur auf den Boss Room achten, ne? Wir machen hier einen kleinen Speedrun. Ich hab die Maus schon wieder hier auf dem Screen, aber ich glaube, ich habe extra eingestellt, dass man den Cursor nicht hat. Hallo! Das ist natürlich dumm, die kommen jetzt von zwei Seiten, ne? Oh naja, Fatty hält den anderen zurück und Fatty selber so langsam, ne? Da. Das Rotten Baby hilft uns auch super mit seinen Fliegen. Die machen echt guten Damage. Geh weg, Fatty. Dankeschön. Oh, da ist ja noch jemand. Na, du kleiner Kopfloser. So, Münze eingesammelt. Und weiter geht's. Zwei schießende Fliegen und ein Dickter. Immer etwas, was man haben möchte. Weg hier. Oh mein Gott, Dickter. Dickter, bitte, Dickter. Dickter. Ja, Dickter ist tot. Jo, die Fliege hat die Fliege getötet. Und wir kämpfen gegen Larry. Leider nicht den langen Larry, aber wir kämpfen gegen Larry Junior. Warum nicht der lange Larry? Warum seid ihr nur solche Loser? Loser Larry sind Loser. Das sagt der Name auch schon. Und weg. Larry ist auch einer der Schwächsten, das so finde ich. Wenn da ein Herz verliert, ist das schon ein bisschen peinlich. Und in genau diesem Moment hätte ich fast ein Herz verloren. Und jetzt schon wieder. Das ist natürlich das Perfekte. Jetzt rennen wir Larry hinterher. Jetzt dreht er sich um. Dort ein Baby schießt ihn direkt in ins Gesicht. Und wir haben uns Stu freigespielt und es kann jetzt im Basement appearen. Yay, ein HP up, Dinner. Nein. Oh! Schaut es euch an, wir haben einen Teufelsraum. Yay. Kaufen! Man kauft alles im Teufelsraum, das gehört so. Wo ist der Ausgang? Da. Konnte ihn irgendwie nicht sehen. Diesmal haben wir ein extra Leben. Niemand weiß es. Hoffen wir mal. Die Maus war schon wieder direkt auf dem Bildschirm, was nicht gut ist, ne? Und wir sind in Cave Swan. Und ja, da sind direkt diese scheiß Turrets. Los, zeigt eure Hälse. Zeigt eure Hälse. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Viecher sind echt nervig. Niemand möchte bei sich zu Hause. Ah, du bist tot, 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 du bist tot. Yes, er ist tot, er ist tot, er ist tot. Der Schuss kam etwas zu spät. Nein, bitte, 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 ich bin nur ein armes, nacktes, weinendes Baby. Lass mich doch in Ruhe. Und jetzt streck deinen scheiß Hals aus. Danke. Und ausweichen. Pille! Ranger! Da haben wir auch gerade den großen Daumen von Isaac gesehen. Ein sehr schöner Daumen, Isaac. Oh! Ein paar Würmchen. Ein paar Würmchen. Komm, launch durch mal selbst. Mit meinen Würmchen. Da sieht man auch überall. Wenn man sie tötet, sieht man auch immer mal schön die Gedärme rausfliegen. Ja. Ein sehr schönes Spiel. Oh, eine Pille. Pass auf, die Fliegen können mich verletzen. Ja, Balls of Steel. Na, geht doch. Wir haben zwei schöne, extra, super coole Seelenherzen. Da könnt ihr auch diese Seelenherzen mal sehen. Das sind sie. Können sie extra einsammeln, ohne extra Leben zu haben. Ja, das ist das Tolle. Und jetzt nochmal die schwarzen Herzen. Das sind genau wie die Seelenherzen. Ja, da ist sogar ein schwarzes Herz. Super, jedenfalls, die schwarzen Herzen sind genau wie die Seelenherzen, nur wenn man eins verliert, dann bekommen alle Gegner im Raum eine gewisse Menge an Schaden zugefügt. Ja,
super simpel und toll. Gehen jetzt in einen etwas größeren Raum rein. Der auch ein beschissener Raum zugleich ist. Oh Gott. Turrets und Knochenmarons. Ah, Turret, ich sehe dich. Ich sehe dich. Ich sehe dich auch. Ich sehe euch beide. Komm, streckt eure Hälse raus. Ihr habt doch ganz schöne Hälse. Habt ihr nicht? Ah, nein, nein, nein. Sie haben mich, sie haben mich eingekesselt. Das war unfair. Den Knochen, den weichen wir lieber mal aus. Hallo, zeig mir deinen Hals. Zeig mir deinen Hals. Zeig mir deinen Hals. Genau, so ist es gut. Dann haben wir sogar den anderen gleich noch mitgetroffen. Upp, so, zeig mir deinen Hals, zeig mir deinen Hals. Bitte, 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 bitte. Bitte. Ein schön pädophiles Skelett-Teil. Mit einem blutigen Hals. Jetzt möchte ich noch einmal bitte den Goldraum finden. Bitte, bitte. Und ja, und dann wollen wir noch schön. Ja, zum Bossroom. Und dann haben wir die Ebene auch geschafft. Ich weiß nicht, haben wir hier überhaupt schon Herzen auf dieser Ebene verloren? Also, den Teufelsraum bekommt man 35% Chance auf dieser Ebene. Wenn man auf dieser Ebene kein Herz verliert. Schwarze Herzen und Seelenherzen ziehen jetzt nicht als solche Herzen. Das heißt, wenn man so eins verliert, ist das nicht schlimm. Ja, jedenfalls. Ja, ja, ja. Ihr habt es verstanden. Ja. Und ja, wenn man dann beim Bossen auch kein Herz verliert, bekommt man nochmal 35% Chance, da auf einen Teufelsraum zu finden. Ja, so funktioniert das. Genau, und guck mal, ihr seht ja wahrscheinlich die kleinen Maden, die hier rumkrabbeln. Guck mal, was passiert, wenn man da rüberläuft. Jetzt sterben sie. Das ist nicht niedlich. Das sind ganz kleine Blutflügelchen. Ah, das ist die Ebene der Turrets. Ich weiß es doch schon. Und ja, ich bin ein Genie und lauf direkt in die fucking scheiß dumme Spritzer rein. Das sind keine Tiers. Auf gar keinen Fall komme ich aus den Augen. Tränen kommen immer aus den Augen. Oder aus den Nippeln, wenn man Homer Simpson in einem Traum von Homer Simpson ist. Wer Simpsons kennt, weiß wahrscheinlich. Dafür müssen wir auf die Folge kennen. Das Herz kann ich nicht ganz sagen. Oh, wir haben den Goldraum gefunden! Gefunden! Oh Mann, ihr seid die behindertsten Diktas von allen Diktas. Diktar. Aber wir haben immer noch kein Herz verloren. Wir haben nur Seelenherz verloren. Das Diktar will. Oh nein! Wir haben Herz verloren. Chill, chill. Der Raum kann lange dauern. Das sage ich euch. Sehr, sehr, sehr lange. Okay, okay. Dankeschön, kleine Fliege, dass du gerade den Kollegen da getötet hast. Dann nenne ich ihn meinen Kollegen. Er ist nicht mein Kollege. Und ausgewichen. Falls ihr nicht wusstet, was Skill ist. Kollegen, wo seid ihr? Ich nenne sie immer noch Kollegen. Und das ist sowieso nur einer. Dick da, versteck dich nicht. Ich treff dich. Jetzt schnell in den Goldraum und dann können wir auch gehen. Wir können ja gleich sogar noch das eine Herz einsammeln. Yes. Tears, warte, Anti-Gravity Tears. Nein, bitte. Nein, das ist nicht das, was ich dachte, was das war. Oder? Doch, das ist es. Genau das ist es. Ich hab halt nur so geschossen. Schaut es euch an. Flop, 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 flop. Es kann nützlich und unnützlich zugleich sein. Für mich wird es eher nützlich sein, weil es halt eher nützlich ist für mich. Und da war schon wieder der Cursor im Bild. Das geht jetzt aber mal gar nicht. Das aber. Nein, bitte mach das nicht. Bitte mach das nicht, bitte mach das nicht, bitte mach das nicht. Und da sind wir schon im Bossraum und gegen den kämpfen wir. Wir kämpfen gegen Gertie. Den großen Gertie. Hallo Gertie, hallo Gertie. Ist mitten in meine Tierfalle gerannt. Gertie, Gertie. Wupp. Wupp, 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 wupp. Wupp, 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 wupp. Wupp, wupp, wupp. Ah. Da stirbt der Gertie. Da stirbt er. Auch wenn er noch nicht tot ist, wird er gleich sterben. Komm her, Gertie. Komm her. Komm her, Gertie. Ah.
Gördi, 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 lieb rein. Scheiß, ich fliege auch. Ja, keine Kraftausdrücke. Fucking Gördi. Fucking Gördi. Das war nicht nett. Das war nicht nett. Vielleicht gebe ich nochmal einen Match. Da, 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 da. Das Herz ist direkt da auf der Falltür. Jetzt nicht mehr. Und wir haben eine kleine Spritze. Speedball. Speed und Shot Speed up. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir richtig OP sind, aber wir sind nett dabei und ja, wir kommen der letzten Ebene hier immer näher und näher. Also nur kurz die letzte Ebene, weil wenn wir so und so weit schaffen, dann wird es nicht die letzte Ebene sein, ne? Ne, ja, weil dann kommen wir noch den Mom's Sword und so kämpfen. Oh nein, nicht die da, nicht die da, nicht die da, nicht die da, nicht die da. Siehst du, wenn man die hier tötet, dann kommen die halt zu diesem kleinen Fleischklumpen, ne? Das ist ja selber nur Fleisch. Diesen Fleischklumpen muss man zerstören, weil sonst bauen sie sich wieder auf. Das ist echt dumm, aber es ist nicht so wirklich schlimm. So, den haben wir noch erwischt. Und so. Ja, den Raum haben wir doch gemeistert. Brauchen wir jetzt noch einen Schlüssel? Da ist ein Schlüssel. Oh, guck mal. Ah, oh, so, das ist jetzt. Guck mal. Das ist, oh mein Gott. Bombenfliege, 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 Bombenfliege. Ganz viele Bombenfliegen, ganz viele Bombenfliegen. Das sind übrigens Bombenfliegen. Ja, sie bomben. Ah, da ist gerade eine gebombt. Nein, 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 nein. Oh Gott. Was geht denn hier schon wieder für Scheiße? Ja. Halleluja! Das ist so kompliziert. Das ist wie Tontauben schießen oder fliegende Frisbees schießen. Oder solche Sachen. Stirb doch einfach! Kollege! Nicht cool! Einfach gar nicht cool. Das ist coolos. Culus nonus. Das ist Varus Lateinus. Schlechtus Lateinus. Und da sind die Knochenrands. Knoch, 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 Knoch. Eine von Herzen. Ein Herz. Okay, okay. Ich bin mitten da reingelaufen. Das ist meine Schuld. Ich weiß, es ist lügig. Ach, weiß ich, du bist gerade so glücklich. Oh nein, nein. Nicht cool, nicht cool, nicht cool. Ihr seht, das sind solche nicht coolen Monster und sie haben noch eine Besonderheit, die ihr gleich sehen werdet. Ja, wenn der Körper abgetrennt wird, dann ist das einer dieser fliegenden, schwebenden Schießerköpfe. Und wenn wir zuerst den Kopf zerstören, dann ist das ein kopfloser Idiot, der rumläuft. Das ist eine Chest und da drin ist ein Schlüssel, oder? Nein, das war kein Schlüssel. Safety Cap, don't swallow it. Springen wir auf und bei dir ist jetzt hundertprozentig ein Schlüssel drin, sonst wäre es so unnötig. Eine Schlüsselchest in der Chest, ich brauche jetzt auch noch einen Schlüssel. Geht das, was ich jetzt vorhatte? Das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Doch, das geht. Nicht. Ich habe den Stein zwar hochgejagt, aber er ist nicht in irgendein Loch gegangen. Muss ich das. Ich glaube, ich muss das kontinuierlich machen. Kontinuierlich, Kinder. Ja, ich hätte das so machen müssen. Seht ihr, weil dann wäre dieses Loch gefüllt und ich könnte einfach. Das war natürlich super, jetzt kommen wir gar nicht zum Schlüssel hin. Dumme Idee, Yannick. Echt dumme Idee von dir. So, komme ich jetzt quasi ein. Das ist super. Viel Spaß und tschüss. Ich brauche nur einen Schlüssel. Keine Möglichkeit, einen Schlüssel. Einen kleinen
einzigen Schlüssel. Ist es dann zu viel verlangt? Ich glaube ja. Dieser glückliche Ausdruck und diese blutige Spritze im Hinterkopf. Und das schöne Rammgeweih des Todes. Oh, überall wollen die Schlüssel haben. Überall. Ja, das ist noch ein Raum, da war ich noch nicht hin. Und da jetzt auch kein Schlüssel ist. Da ist eine Pille drin. Nein, wie dumm bin ich? Ich bin nicht ernsthaft. Nein! Ich bin ernsthaft in die Stachel reingelaufen. Nein! Seht ihr, Kinder, seid bitte nicht so dumm wie ich es bin und lauft in die Stachel. I can see forever. I can see forever, I can see, okay. Okay, Jungs und Mädels. Isaac can see forever, though. Aha. Und da sehen wir auch schon, was er sehen kann. Ja. Da war ein Raum, da war ein Raum. Wir haben natürlich noch ein Herz. Scheiße, ne? Finde ich auch. Ah, da hat er etwas forever gesagt. Ja, korrekt ist Deutsch. Oder korrekt Englisch, Deutsch. Zeug. Was ist das denn so? Jedenfalls, da, es gibt nämlich Geheimräume. Geheimräume sind sehr geheim. Und die kann man eigentlich nur aufspringen. Yay! Und jedenfalls, wenn die dann aufspringen, das ist halt dieses Loch in der Wand, dann kann man einfach rein und das sind dann immer coole Sachen. Leider kein Schlüssel. Oh nein, Dingle Junior. Oh, dann launcht es selber. Falle stellen und attackieren. Ha, du Dingle Junior, das kannst du nicht machen. Die Aufnahme ist wahrscheinlich gerade entlang, weil ich gerade auf Caves hänge, um einen verdammten Schlüssel zu finden. Sterbt ihr kleinen Pokéhäufen. Oh, eine Bombe! Ich brauche keine Bombe mehr, verdammte Bombe! Oh, nein, nicht ihr auch. Geht woanders nerven. Nein, 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 lass dich doch nicht treffen, Yannick. Können wir mal die Kugel halten, kleine Monster? Ich sterbe einfach. Gehen wir jetzt mit 1,5 Herzen, mit 2,5 Herzen und einem halben schwarzen Herz zum Boss. Der Chubby Chubby Chub Chub Chubby Chub Chubby Chubby Chub. Seine Mini-Chubbies des Todes. Ja, Chubby ist wie seine Mini-Chubbies, halt nur chubbiger und größer. Und nicht so cool. Doch Chubby ist cool. Er hat meine Bombe gefressen. Chubby 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 Chub. Bomben frisst man nicht, und das weißt du. Kommt in die ganzen Tiers. Endlich für Tiers. Tiers für euch alle. Und für Tiers. Und also noch eine Frage, wer es jetzt geschafft hat und soweit geschaut hat. Eine Frage an euch. Wie gefällt euch das Spiel? Wollt ihr wirklich mehr davon sehen? Also, weil ich finde es ein richtig tolles Spiel. Ich hoffe, euch gefällt es, wenn euch es nicht gefällt. Immer trotzdem. Das ist ein Spiel. Stärke Mini-Chubbies. Little Chubby has appeared in the basement. Yay! Im Little. Oh, du bist auch schon wieder. Und wir haben ein Seelenherz bekommen. Super. Flup. Flup und wir sind wieder gut unterwegs. Damage und Range Up. Was richtig geniales. Range Up kann man immer mal gebrauchen. Aber ein Damage-Up, das ist besonders super. Besonders super. Oh, diese Geräusche. Death. Death. Death.
aussprechen. Oh, da sind wir auch direkt reingelaufen. War super. Das sind einfach viel zu viele. Ja, komm, 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 komm. Seine Augen jetzt so toll. Das eine ist schon rot. Nein! Oh naja, das. Yay! Eine 5er-Münze. 5 Pennies. Nein, 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 nicht du Mongo. Ich will kein Mongo-Friend. Ich will kein Mongo-Friend. Bitte, ich mag keine Mongos. Ich will mich von denen auch noch hitten lassen. Und schon wieder. Okay, jetzt reißt, jetzt reißt, jetzt reißt, jetzt bin ich sauer. Und ich renne der Mongo hinterher. Oh, dieser Kerl, warum lockst du dich? Was mache ich hier gerade für eine Scheiße? Warum lockt er sich die ganze Zeit ein und aus? Man einfach nur paranoid. Wahrscheinlich sollte ich den Sound einfach oh nein, nein, nochmal ran. Ich hasse diesen Raum. Ich hasse diesen Raum. Wahrscheinlich können wir jetzt den Goldraum auch nicht mitnehmen, weil wir immer noch keinen Schlüssel haben. Weil wir gerade pleite an Schlüsseln sind. Wir brauchen den Schlüssel. Bomben, Bomben, Bomben. Überall sind Bomben, Bomben, Bomben. Bomben, 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 fucking Bomben. Komm, Gehirn, da ist dein Gehirn, schieß dein Gehirn ab. Hallo, dein Gehirn bitte. Ich möchte nur dein Gehirn sehen. Dankeschön. Dankeschön. Warum fliegen da Knochen raus? Das macht keinen Sinn. Ah, die Anus fliegen. Ah, nein, die Anus fliegen. Geht woanders hin, ihr seid eklig. Kein Schlüssel. Aber Isaac ist trotzdem glücklich, auch wenn er noch anderthalb Leben hat. Und seine Farbe so stark geändert hat. Diese Geräusche. Rupp, rupp, rupp. Rupp, rupp. Da, schon wieder. Nein, ich bin in die Blutspur gelaufen. Janik, pass auf, was du machst. Rupp, rupp. Janik, 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 Janik. Ja! Ein Schlüssel! Er ist geschafft! Und der Pelle! Tier ist down! Nein! Aber wir haben den fucking Schlüssel! Hier! Leo, Stompy. Ja! Eine schöne Mähne. Super siehst du aus, Isaac. Nein, ihr schlaft. Ich habe alle Monster. Jetzt können wir einfach in die Steine laufen und sie alle kaputt machen. Das ist cool. Und jetzt machen wir nur noch den Boss Room. Hallo, fertig, 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 fertig. Hallo, fertig, 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 fertig. Hallo, fertig, 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 fertig. Keine Angst, ich habe nicht so viele Leute, aber die heißen halt einfach fertig. Das sind halt alles solche kleinen Cartmans. Endlich! Schlüssel im Überfluss! Aber wahrscheinlich machen wir es bis zur nächsten Ebene nicht, weil wir gerade so low on hearts sind. Oh, da fliegen diese ganzen Gedärme schon wieder. Das ist Ranger! Ich habe gerade den Daumen gegen meinen Desktop gezeigt. Aber ihr konntet das halt nicht sehen. Das war wundervoll. Falle! Ich habe eine Falle für euch. Hier bin ich. Genau. Schön in die Tiers laufen. Oder springen. Ich weiß, ihr könnt die Tiers nicht sehen, aber lauft da rein. Also müssen wir jetzt gleich schnell machen. Geht wieder hoch. Hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Und schnell! So.
Ja, das ist der Boss Room. Wir müssen weg. Oh mein Gott. Geh wieder daher, wo er hingekommen. Von gekommen. Fucking deutsche Sprache. Zu schwer. So, 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 so. Die haben wir. Oh, guck mal, sie lächeln. Sie sind irgendwie eisig. Nur eisig lächeln. Okay, okay. Okay, wir gehen mit einem halben Herz in den Bossraum. Challenge is accepted. Hauptsache, es kommt ein Boss. Monstro 2! Nein! Ich hab doch schon mal Monstro noch so viele Leben verloren. Nein, 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 nein! Fucking Monstro! Fucking Monstro! Nein! 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 Fucking! Fucking Fliege! Fucking Fliege! Nein! 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 Nein, nein, nein. Oh Gott, Monstro, auf so Brimstone nicht zu sein. Brimstone ist nicht für Monstros. Mann, Monstro, Monstro, überleg dir, was du machst. Überleg dir, was du machst. Überleg dir, was du machst, verdammt. Monstro, 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 bitte, bitte, überleg dir, was du machst. Das ist nicht gut, was du machst. Das ist einfach nicht gut. Es ist nicht gut. Es ist nicht gut. Bitte, Monstro, bitte. Okay, Monstro, zweiter. Tut mir leid, dass ich die Freunde getötet habe. Aber es ist einfach deine Schuld. Du hast mich angegriffen. Du hast mich angegriffen. Monstro. Nein. Nein. Monstro. Monstro. Bitte. Monstro 2. Ah. Mann. Monstro. 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 Es ist alles gut. Wir sind auch Freunde. Oh, und auch mit dem Brimstone. Oh, ah. Ah, Monstro. Monstro. Ich darf mit dem Freunde. Monstro. Oh, diese Chill. Ah, eins, nein, nein, eins, nein. Okay, Leute. Das war's mit dieser Folge und wir sehen uns in dieser 32 Minuten. Oh, verdammt. Okay.